Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich euch heute nochmal etwas über 16. Fill-Ins erzählen möchte. Nachdem wir da schon mehrere Sachen zu gezeigt haben, schaut gerne mal rein, möchte ich heute darauf eingehen, was passiert, wenn wir die üblichen Vierergruppen, die wir in durchgehenden 16. spielen, aufbrechen und erstmal in der Regel zu Dreiergruppen machen. Nochmal zur Erinnerung, das Standard-Fill-In geht so. Und wie ihr von mir vielleicht schon wisst, könnt ihr das zu einer Dreiergruppe reduzieren, indem ihr so gesehen nur die ersten drei Schläge spielt und dann eine 16. Note wartet. Und hiermit entsteht für mich jetzt das erste Mal so gesehen Rhythmik. Was passiert hier in der Rhythmuslehre? Ihr habt ja pro Viertel 4 16. Zählzeichen, die ich 1, E, und D nenne. Logischerweise spielt ihr alle vier Schläge, wenn ihr durchgängig in 16. spielt. Und in dem Fall hatten wir die vierte rausgenommen, die D. Also spielen wir 2 16. plus eine Achtel, die dann die D noch beinhaltet. Also 3 Schläge. Es entsteht eine kleine Pause von einer 16. auf der vierten Position. Zählt sowas bitte auch mal laut mit, während ihr ganz langsam spielt. 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D. Es wird nämlich gleich extrem wichtig sein, dass ihr trotzdem dieses durchgängige Raster einhaltet, oder? Und wenn wir Pausen einbauen, kann das gerade am Anfang schon mal schwierig sein, dass sie sich zu lang ziehen, wir zu lange brauchen zum Wechseln oder auch andersrum. Übt das Ganze jetzt gerne abwechselnd mit einem Groove. Und als nächstes schauen wir uns an, was passiert, wenn wir an einer anderen Stelle in dem Viertel auf diesen vier Positionen eine Note auslassen. In dem Fall die zweite. Ich spiele also die erste, die so gesehen in der Notation ein Achtel ist, warte dann, bis die Achtel ausklingt und spiele dann noch zwei weitere 16. Das ist für viele meiner Erfahrung nach am Anfang schon gar nicht mehr so leicht, denn ihr müsst jetzt eben die erste Note lang spielen, dann zwei 16. spielen. Aber aufgepasst, wenn ihr jetzt die Tom wechselt, dürft ihr nicht noch eine Pause machen oder ähnliches. Das ist Quatsch. Ihr seht natürlich, dass in der Notation die nächste Gruppe beginnt, aber dazwischen ist keine Pause. Das heißt, ihr müsst jetzt trotzdem die Tom direkt im Tempo der 16. wechseln. Cool, probieren wir aus, die dritte 16., die und wegzulassen. Wir starten jetzt also mit zwei 16., beziehungsweise die zweite ist als Achtel notiert, halten dann die und aus und spielen die linke Hand, die D wieder. Ihr seht, klingt schon mal wieder eine ganze Ecke anders, also wenn ihr euch die Fill-Ins jetzt reinzieht und dann auch mal abwechselnd mit Grooves übt, könnt ihr das schon regelmäßig einbauen und habt wirklich immer einen anderen Sound parat. Gerade habe ich jetzt schon mal das Thema Hand angesprochen und hier wird besonders deutlich, ich möchte, dass ihr auf jeder 16. auch immer die gleiche Handfolge, den gleichen Handsatz einhaltet, egal welchen wir pausieren. War am Anfang ganz einfach, wir spielen rechts, links, rechts, links. Wenn wir alle vier Noten spielen, lassen die letzte Hand, die letzte linke, weg, wenn wir nur die ersten drei spielen, rechts, links, rechts. Jetzt wird es aber eben schon interessanter, wenn ihr die anderen Positionen freilasst. Bei dieser jetzt hier ist entscheidend, dass ihr, weil nach den ersten zweien, rechts und links, die nächste Note fehlt, die auf der rechten Hand läge, dann auslasst und am Ende nochmal links spielt. Das ist auch ein häufiger Fehler. Das Problem ist, wenn ihr das nicht einhaltet, werdet ihr an anderer Stelle wieder rhythmische Probleme und auch Koordinationsprobleme bekommen. Also üben, rechts, links, links und dann müsst ihr auch direkt wieder mit eurer rechten rüber zur nächsten Tom. Ihr seht, ich mache es natürlich andersrum, weil ich Linkshänder bin, deswegen sieht das bei mir so aus. Thank you.
Cool. Ihr seht auch, allein dieser allerletzte Schlag auf der Standtom, oder? Der wird häufig vergessen, aber er gehört eben noch als 4D, die letzte Sechzehntel im Takt, dazu. So, viel Spaß beim Üben hierbei, aber auch jetzt komme ich wieder zu der Idee, dass wir die verschiedenen Rhythmusfiguren ja miteinander abwechseln können, oder? Innerhalb von einem Takt, versteht sich. Das heißt, ich starte mal mit der Standard-Dreiergruppe, wo der letzte Schlag fehlt am Anfang, und spiele dann auf der nächsten Tom die Figur mit der 8. Note zu Beginn, wo also der zweite Schlag fehlt, und dann die 16. folgen. Jetzt wechsle ich zusätzlich nochmal die Tom-Reihenfolge. Yes! Ich sage nochmal erstmal viel Spaß beim Üben der einzelnen Bausteine, die ihr dann einen ganzen Takt oder gegebenenfalls auch natürlich noch länger am Stück spielen sollt, bis ihr sie euch gut einprägt. Wenn ihr das drauf habt, spielt meine zwei Beispiele der Kombination schon mal und probiert auch da eigene Ideen aus. Ihr seht, am Ende habe ich jetzt mal improvisiert und wirklich, aber auch nur die Figuren, die wir heute thematisiert haben, abwechselnd und mit anderen Tom-Reihenfolgen gespielt. Und seht, was dabei schon alles rauskommt, oder? Also, wenn ihr Fragen dazu habt, nehmt gerne Kontakt direkt mit mir auf. Das ist jetzt schon mal eine Ecke komplexer. Und je nachdem, was ihr als nächstes gerne erfahren möchtet, macht es auch wirklich Sinn, daran zusammenzuarbeiten. Bis dahin sage ich aber viel Spaß damit und ciao, bis zum nächsten Mal.